So, hallo meine Freunde, und da sind wir wieder bei einem neuen Part von Assassin's Creed 2. Nachdem im letzten Part mein Assassin's Creed abgestürzt ist und ein bisschen sowas gelöscht wurde, muss ich nun diese Skulptur wegbringen, denn da ist der Edensplitter drin und wir dürfen halt keine Fehler machen. So, und der Sinn der Sache ist natürlich, was zu kriegen, was da drin ist. Mitspielen, Attentat auf den Spanier, selbstverständlich immer doch. So, jetzt laufen wir ihm hinterher. Der Wache folgen, keine Aufmerksamkeit erregen. Klar, immer doch. Also wir dürfen das Teil nicht fallen lassen, wir dürfen nirgendwo gegenrennen und wir dürfen auch nichts Böses machen. Und wir dürfen den Typen auch, glaube ich, nicht anrempeln, sondern wir werden jetzt von Tausenden von Wachen gleich hinterhergelaufen, beziehungsweise, wie soll man das sagen? Hey, wenn ihr piepst wollt, weißt du, was die mit einem Kapone wie dir machen? Die holen den schweren Laden, den du dir nicht sehen konntest. Das ist nicht die, die geübt haben. Merkwürdig. Warum sieht das heute so anders aus? Was ist denn los mit euch? Hä, was haben wir denn gemacht? Ja, nur weil wir den einen Typen aus Versehen gerempelt haben. Hallo, wir sind eine Wache, wir dürfen das, wir haben das Recht dazu. Das ist übrigens der einzige Ort in diesem Spiel, wo wir wie eine Wache aussehen und wie eine Wache rumlaufen. Und auch wir das dürfen wie eine Wache. Und ja, den Typen ramme ich jetzt mal so ein bisschen was in den Hintern, damit ich hier auch nichts anremple, weil das ist unnötig. Oh nein, da sind viele Menschen mit Kisten. Scheiße. So. Und ich darf gegen keine Menschen rempeln, weil sonst fällt mir die Kiste auf den Boden. Und das ist nicht gut. Hi, Hyundai. Okay, so sieht's aus. So sieht man, wie das so unter den Freunden von denen ist und so ein Kack. Und ja. Krass, nicht schlecht. Wow. Dass er den nicht anrempelt, ist ein Wunder. Ich hätte ihn schon längst aus Versehen angerempelt. Aber naja. Wow. Kommt mir nicht in die Quere. Ich glaube, ich lasse den Typen lieber vorlaufen, weil sonst laufe ich gleich noch irgendwo gegen, ohne dass ich es weiß, obwohl ich da eigentlich hinten laufen könnte. Aber lass mal besser. Auf keinen Fall die Kiste fallen lassen, weil dann bin ich desynchronisiert, wie ihr gerade eben gesehen habt, und ich werde auffällig und dadurch habe ich dann total gefickt. Und jetzt laufen wir dem. Aber wir sehen auch komplett anders aus. Der Typ hat viel zu kleine Arme. Hier unser Ezio hat dicke Arme und so. Und da ist der Spanier, der Papst. Und dieser Spanier ist ein böser Mensch. Ein sehr böser Mensch. Ihr habt es wirklich? Und keine Verfolger? Absolut. Alles ist perfekt gelaufen. Wir haben den auf den Rücken starrt. Genauestens befolgt. Die Mission in Zypern war schwieriger als erwartet. Ezio, es ist lange her. Nein, nein. Überlass den mir. Rodrigo, also, wo ist er? Tja. Wer? Euer Prophet. Es ist wohl niemand erschienen, Rodrigo. Wie viele Menschen sind dafür gestorben? Für den Inhalt dieser Kiste. Und seht, es ist niemand hier. Ihr behauptet nicht zu glauben? Und doch seid ihr gekommen? Tja. Seht ihr ihn nicht? Der Prophet ist hier. Ich bin der Prophet. Nun gebt mir den Apfel. Kommt und holt ihn euch. Es bleibt nichts anderes übrig, als ihn zu kontern. Und das ist ein elendiger Fight. Das ist, um genau zu sein, eigentlich auch der langweiligste Fight, den es hier in ganz Assassin's Creed gibt. Denn dieser Spaten hier blockt alles von uns. Und bis der mal was ausgedingst hat. Guck, jetzt haben wir ihm erst ein Ding gezogen. Eigentlich richtig assi. Aber naja. Ja. Es ist der lange epische Fight und da ist der Edensplitter. Ja. So sieht's aus. Ah, das ist gut. Ah, das ist richtig cool. Ha! Haha, wir provozieren den Spaten einfach. Das ist so ein Opfer. Alter.
Vogliamo aprire le danze. Tja, voll ein Schlag in die Säcke. Ha, keine Ausdauer, wie geil. È un duello, fesso. Chiudiamo questo. Wie die ausholt. Wird voll aggressiv auf uns. Tja, so, jetzt haben wir alles episch gekontert. Wo ist der Rest eurer Leute? Welche Leute? Ihr habt wirklich keine Ahnung, was? Wache! Hinter dir! Hey, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Der Spatenmann ist der Schlimmste. Wow. Yes, Brüder! Und unterschätzt mir den Kerl nicht! Schneidet ihm den Weg ab! Solange ich einmal auf den Holz, wie auf den Spaten aufhauen kann, dann funktioniert alles. Und mit dem Schwert ist das sehr am einfachsten zu kombinieren. Also ich denke, dass dieser Kampf in etwa so, wie soll man sagen, vielleicht dauert der 10 Minuten. Ja, okay, das ist relativ einfach. Dieser Spaten hier ist der Schlimmste. So, und um den müssen wir uns auch noch kümmern. Oh ja. Das Schlimmste ist, wenn alle auf einmal auf mich losgehen. Das ist nämlich voll fies. Aber das klappt schon. Jetzt, stimmt. Oh yo, mein Handy hat mal wieder. Gedings. Mein Handy hat mal wieder gerückt. Boah, dieser Spaten geht mir voll auf den Sack. Und dieser Spaten hier, der ist auch ganz einfach zu töten eigentlich. So, der Typ ist jetzt tot und jetzt müssen wir noch hier den Spatenmann. Den bringen wir einfach mal so um. So, jetzt haben wir den, oder? Onkel! So. Keine Sorge, cool. Neffe. Du bist nicht alleine. Wolpe? Schlitz, Wolpe. Was tut ihr denn hier? Na, wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Ja! Hier. Spart euch die Fragen, Bruder. Lasst Borgia nicht mit der Kiste entkommen. Cool. So sieht's aus. Jetzt müssen wir nämlich Borgia folgen. Weil sie müssen ihn töten. Aber naja, das ist eigentlich ein Epic Fight, der voll fies ist. Aber naja. Ich glaube, das Beste wäre, wenn wir mit der Klinge kämpfen würden. Aber naja, ist ein bisschen schwierig. Und unsere Freunde können nicht sterben. Ah, cool. Tja. Als ob. Schaut, meine Freunde, unser Ezio ist ein echter Krieger geworden. Geil. Ja, die Monologe, die hierbei sind, echt gut. Aber eigentlich dauert der Fight auch nicht lange. Nur wenn dieser Spaten hier bei uns drin ist, dann müssen wir auf jeden Fall diesen Typen einfach töten. Ihr werdet durch meine Hand sterben, wie euer Vater. Aua. Der Typ zieht uns dann die Beine weg, aber naja. Geht doch. So, und jetzt killen wir den noch kurz. Komm, greif mich an. So, jetzt bist du auch noch tot. Und jetzt müssen wir. So, und jetzt kämpfe ich noch kurz gegen den Spaten hier. Weil da kann man einfach drauf rumhacken. Vor allem mit der. Mit hier mit meinen coolen Klingen. Der Dicke, da könnt auch mal draufhauen. Eure Brüder mussten nicht sterben. Tja, so sieht's aus. Es gibt keine Gnade, wenn man sich mit den Templern anlegt. Ich habe auch keine Gnade mit dir, deswegen hau ich doch einfach auf dir rum. So, eigentlich müsste der Typ jetzt tot sein, theoretisch. Aber so ein Wichser. Paola. Er ist fort, aber wir haben, was wir wollten. Nein, ich muss ihm hinterher. Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora, was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Ezio. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Ja. Ich kam her, um den Spanier zu töten.
Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein, aber ihr kamt. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchten. Tja, so sieht's aus. Wer seid ihr? Wir sind ein besonderer Mensch. Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassine. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassinen? Tja. Paola. Volpe. Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt, seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Episch, episch. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Tja, Leute, so sieht's aus. Was gibt's Epischeres? Bug. So, und das ist das heilige Ritual der Assassinen. Die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenke. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenke. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. So sieht's aus. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Ah, Brutze. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Tja, so sieht's aus. Sieht so aus, als ob die alle sterben, aber das ist einfach nur epischerweise, dass da alle einfach runterspringen. Die da vor uns sind einfach runtergejumpt. Der jumpt jetzt auch noch. Und wir jumpen da jetzt auch noch hinterher. Und das ist total genial. So. Boom. Klatsch. Da sind alle. So. Mitspielen. Muhaha. Ha. So, wir haben den Edenapfel erhalten. Venezianischer Umhang erhalten. Das war episch, episch, Leute. Sequenz 11 beendet. Also es gibt doch 12 Sequenzen. Die man wohl auch noch beenden kann. Das wird ja mal lustig. Ich bin mal gespannt, wie ich das mit dem Upload mache. Das wird echt heftig. Also der Mittwoch, der wird richtig vollgepumpt. Ich denke auch, dass Donnerstag 2-3 Parts rauskommen. Weil sonst, das geht sonst nicht. Wajo, und jetzt sind wir wieder Desmond. Alles okay? So sieht's aus. Besser aufhören? Nein, ich muss zurück. Sofort. So. Ha, und jetzt geht's wieder weiter als Assassine, weil Desmond unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Und das wollen wir natürlich auch. Was gibt's Besseres? Also, es gibt doch nichts anderes, was wir eigentlich wissen wollen. Aber naja. Oh Mann. Krass, Digga, ne? Ich hasse Sean eigentlich. Aber klar. Wie konnte ich das vergessen? Willst du uns nicht einweihen? Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Wollt immer schon in den Vatikan. Dann hast du Glück, Desmond. Freu dich. Genau da führt deine Reise hin. Cool, Leute. Cool. Wir reisen jetzt in den Vatikan. Yo, ab in den Vatikan. Das ist richtig geil. Obwohl, wir sind da noch gar nicht, oder? Aber wir müssen da demnächst hin. Oder? Wo sind wir? Wo sind wir nicht? Ja, wir sind bei Leonardo im Moment. Und das ist der Edenapfel. Total faszinierend. Das ist extrem, dieses Ding. Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde. Es besteht aus Materialien, die es nicht geben sollte. Und doch handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Wow, es hat magische Kräfte und es zerfrisst Menschen. Obwohl es das eigentlich... Ja, tut es doch eigentlich. Eigentlich schon. Und Ezio kann es an- und ausschalten. Das ist der ganze Witz an der Sache. Das darf niemand. Ist richtig cool gemacht eigentlich.
Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Tja, so sieht's aus. Nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Fort Lee. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Tja, dieser notgeile Ezio. Mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. Gütig, gütig. Richtig gütig, Leute. Aber naja. Ist eigentlich ein bisschen Schillerei hier, ne? So. Jetzt wissen wir auch, dass wir diesen scheiß Edelsplitter haben. Allerdings, da passiert, glaube ich, noch wirklich noch einiges. Das wird richtig hart. Ich habe gedacht zwar, dass das nicht mehr so lange dauert, aber das wird schon noch nicht schlecht. 1488, Leute, und wir sind in Romagna, also Forli. So, das ist einer der epischsten Städte, die es gibt. Und, ja, coole Sache hier. Hier gibt es alles Mögliche. Alles, was man sich erträumen kann, vor allen Dingen Frauen. So, und jetzt brauchen wir erstmal ein Pferd. Denn ich... Wow. Okay. Sprechen. So, wir machen jetzt hier alles schnell. Ja. Seht, wer da ist. Madonna. Schon beim ersten Treffen hielt ich euch für etwas Besonderes. Aber Schleimer. Aber Assassine. Aha. Ein warmes Willkommen Katharina und Machiavelli nach Forli bringen. Coole Sache. Geht mit mir, Caro. Ihr werdet Forli lieben. Die Kanonen in unserer Zitadelle alleine stehen 100 Jahre hier. Das Artefakt wird hier sehr sicher sein. Vergebt mir, aber ich hörte noch nie von einer Frau, die ihre eigene Stadt beherrscht. Das ist sehr beeindruckend. Tja, so sieht's aus. Einst gehörte sie natürlich meinem Mann. Er starb. Oh, das tut mir leid. Ach wo, ich ließ ihn töten. Oh. Wir fanden heraus, dass Girolamo Riario für die Templer arbeitete. Er fertigte eine Karte der Standorte der verbleibenden Kodexseiten an. Ich hab den verdammten Hurensohn eh nie gemocht. Er war ein schlechter Vater. Langweilig im Bett. Und überhaupt unausstehlich. Tja. Schau. Oh nein. Was ist denn hier los? Ist hier gleich eine Massenpanik oder fängt hier gleich die Apokalypse an? Oh nein, wir haben den 21.12.2012. Oh mein Gott. Wir werden alle sterben. Aspetta. Was geht hier vor? Sie kam, als sie gerade die Mauern hinter euch ließet, Signora. Die Stadt wird angegriffen. Was? Von wem? Die Brüder Orsi, Signora. Ach, verdammt nochmal. Wer sind die Orsi? Die Kanaillen, die ich für meinen Ehemann anheuerte. Das muss der Spanier sein. Die Orsi haben einen Horizont, der nicht über ihre Börse hinausreicht. Aber woher konnte er wissen, wohin wir den Apfel bringen, bevor wir es wussten? Sie sind nicht wegen des Apfels hier, Ezio. Sie wollen Riarios Karte. Ach, hört mir auf mit der Karte, Nicolo. Meine Kinder sind da drin. Oh, porco demonio. So. Zum Stadttor von Forli laufen. Die können auch plötzlich total schnell laufen. Komm, lauft einfach. Einfach laufen. Warum kämpfen? Och ne, ich hasse diese Wachen, die sind so eklig. Und die sind so extrem stark. Und jetzt haben wir immer wieder so extrem geile Schuhe. So. So, wir schlitzen dann jetzt noch kurz. Komm, tötet die einfach, genau. So, die anderen beiden laufen jetzt einfach weg. Und jetzt laufen wir weiter zum Tor. Kommt mit, Idioten. Kommt, lauft. Kommt. Lauft, Leute, lauft. Achso, ich wollte mal gerade eben meinen eigenen Mann umbringen. Geil. Und ich kann hier so richtig schön durch die durchlaufen. Sie sind schon drin. Niederträchtige Bastarde. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Aspetta. Vielleicht ja. Es gibt einen alten Tunnel unter der Westmauer, direkt vom Kanal. Bene. Ich bin sofort zurück. Tja, so sieht's aus, Leute. Ihr! Ja, ich spreche mit euch, ihr rückgratlosen Hunde. Ihr besetzt meine Stadt, mein Heim. Und ihr denkt, dass ich hier stehe und nichts dagegen unternehme? Soll ich da hochkommen und euch die Eier abreißen?
Tja, wir haben hier total viel Skill und das rudern hier lang. Wir müssen da rein. Wie kommen wir da rein? Merkwürdig. Ah, da gibt's einen Weg. Ah. Okay. Tja, so sieht's aus. Und jetzt müssen wir hier hin. Ah, hier drin ist ein richtig fett Battle. Coole Sache. Super. Tja, irgendwie dominiere ich hier alles. Ist einfach nur Big Battle. Sieht man mal alles, was dieser Edenapfel alles auslöst. Oh, das werdet ihr, wenn ich euch die Köpfe abreiße, euch in den Hals pisse und eure Gesichter in meine Möse stecke. Ich werde eure Eier auf einer Gabel über dem Küchenfeuer rösten. Boah, das ist eine brutale Frau, würde ich mal sagen. Runter, du Hund, okay. Würdet gerne an ihm lecken, oder nicht? Na, dann kommt hier runter und versucht es. Was ist der? Lanju! Damit er das Gemächt stellen soll. Ach, schon wieder ein Rüstungsteil kaputt. Ach, egal. Ist eigentlich total egal, dass unsere Rüstung so extrem hinüber ist, aber naja. So. Interagieren. Wir sind hier total stylisch und können das einfach. Natürlich habe ich das geschafft. Hallo, ich habe total Skill. Was gibt's Besseres? So. Wir haben Dick Cash. Und fliegen jetzt Leibwache sicher in die Rocker di Ravello, die Zitadelle gelang und gleichzeitig Katrina und Machiavelli beschützen. Coole Sache und deswegen können wir auch den Part nicht unterbrechen. Sondern müssen. Och nee, jetzt müssen wir so episch viel battlen. Absolute Scheiße. Wenn mich fragt. Das ist total nervig. So, cool, der Typ ist tot. So. Ich will den Papst töten. So. So, komm schon. Töte ihn einfach. Alter, jeder guckt mir zu. Komm, stirb einfach. So, und jetzt ab in die Zitadelle. Komm. Lauf. Komm, lauf, Schlampe. Du weißt doch, wo es lang geht, oder nicht? Ich verstehe auch nicht, warum Machiavelli vorläuft, wenn die Schlampe eigentlich weiß, wo es lang geht. Aber naja, total egal. Die laufen einfach weiter. Finde ich cool. So. Sie ist der Lelle nicht eigentlich da? Komm schon. Cool. So. So, lauft. Komm, lauft. Ich habe nicht so viel Zeit. Kommt schon, Leute. Lauft. Lauft einfach. Wo ist die Frau? Da. Cool. Cool, warum laufen die eigentlich so elendig? Ich weiß nicht warum, aber diese Typen gehen mir voll Möhre auf den Sack. Und da wird die Frau einmal ein wenig zugerichtet. Warum nimmt die alleine gegen zwei Männer auf? Das ist irgendwie unfair, würde ich mal sagen. Oh, fail, ich hab Katharina. Oh. Oh ja, der Typ muss sterben. Komm, stirb einfach, du elendiger Wichser. Komm. Komm, stirb. Stirb doch einfach. Komm. Hallo, du kannst doch einfach sterben, oder nicht? Muss ja nicht jeder zugucken, geht doch. So, und jetzt lauft, Leute. Ich möchte gerne den Part beenden. Komm, lauft. Lauft, Leute, immer weiter. Komm, ihr schafft das, ich weiß, dass ihr das schafft. Komm schon. Ich hoffe nicht, dass meine Festplatte gleich verkackt. Bitte nicht noch ein Fight, das könnte ich jetzt nicht gebrauchen. Ja, natürlich gibt es noch einen einzigen. Natürlich der größte von allen. Total logisch.
Hier geht's einfach nur Gemetzel. Einfach nur Gemetzel. Einfach nur Gemetzel. Voll krank. So. Wow, yo. Die Stämme, wie die fliegen. Ich bin blöd, dass wir noch nicht die Deckung brechen können. Ich höre mir ein wenig auf. So, bei dem Typen komme ich jetzt mal kurz von hinten. Komm, stirb eben nicht. Komm, einfach sterben. Ganz schnell. Komm, stirb. Stirb, Digga. Geht doch. So, und wohin jetzt? Komm, lauft, Leute. Es sind doch nicht mehr so viele. Edle Preise für edle Waren. Rüstungen wie für einen Kaiser. Cool, so, okay. Lauft, Leute. Wer hat den Mörder gesehen? Das ist die Zitadelle. Gut. Öffnet das Tor. Öffnet das Tor. Presto. Ein Hinterhalt. Wow, scheiße. Wir werden sterben. Naja, aber ich denke, wir übernehmen das einfach. Boah, steh auf, Dicker. Na super, nochmal. Kommt, Leute. Das sind die schwächsten Wachen. Eigentlich müssten die vor Mitleid sterben. Komm. Stütze ich den noch kurz. So. Jetzt nur noch den. Okay. Cool. So. In die Zitadelle gelangen. So, jetzt sind wir endlich drin. Die Kinder von ihr leben. Sie lebt. Alle leben. Aber wo sind Bianca und Ottaviano? Oder? Nein, ihre Kinder leben nicht. Sie spielten draußen, als der Angriff begann. Ich weiß nicht, wo sie sind. Verstärkung aus den Bergen! Sie durchbrechen die Verteidigung! Oh, scheiße. Lass diese Bastarde nicht hier rein! Wir werden es versuchen, Leute. Wir werden es versuchen. Allerdings, wir werden jetzt dazu gezwungen, das weiterzumachen. Und deswegen wird das der längste Part, den wir bis jetzt hatten. Aber es wird leider unterbrochen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ne?